Und ein herzliches Willkommen zurück zu Silence auf PC. Mit von Lyra Gameplays als Hobby, das bin ich. Ich habe eben gerade... Vielleicht geht es ja noch. Ich hatte meinen Speicherpunkt nur geladen und ruckzuck waren da Filmszenen. Das war jetzt natürlich blöd. Ich hoffe, man sieht, kann es noch alles sehen. Viel ist jetzt nicht passiert. Ich bin von den Kratern nach rechts gegangen im letzten Teil und das war's. Schade, man sieht es leider nicht. Und bin aber gleich wieder zurückgelaufen. Jetzt kam das. Verdammt, Rini! Irgendwas ist passiert. Ich muss zurück. Tja, keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Er meint, wir müssen wieder zurück. Also, wie gesagt, ich bin vom Krater nach rechts weitergegangen im letzten Teil und ja, das habt ihr jetzt leider nicht mehr gesehen. Da war irgendwie so ein Sucher, keine Ahnung, was der da gemacht hat. Der hat irgendwas gesucht, logischerweise. Und ich bin dann einfach nur ganz schnell wieder zurückgegangen, weil ich wollte nicht, dass ihr was verpasst. Und dann kam direkt diese Filmszene hier. Keine Ahnung. Okay, es geht schon weiter. Gucken wir erstmal in die Kiste. Oh, eine königliche Schatzkiste. Und ich bin die Königin. Was haben wir denn da drin? Wecken wir den Kerl da jetzt auf, oder? Hey, die sieht aus wie Sedgwicks Mütze. Ich zeig sie Noah, sobald er zurückkommt. Noah ist toll, aber Sedgwick ist sogar noch ein kleines bisschen toller. Unsere Mütze, sage ich jetzt mal so. Spot? Psch, mein kleines grünes Baby. Den Spot, den sieht man kaum. Schade, dass hier keine Statue von der Königin steht. Ich würde gerne wissen, wie sie aussieht. Die Krakelschrift könnte ich nicht mal lesen, wenn ich lesen könnte. Oh, sie kann auch nicht lesen. Bergauf. Wo gehen wir denn da bergauf? Das würde ich gerne mal sehen. Zurück zum Honigbaum. Schlaft, meine Untertanen. Schlaft. Wenn ihr aufwacht, gibt's Rühreier mit Speck. Okay, wir gehen einfach mal auch Kyra? Mal bergauf. Wo sind die beiden hin? Kyra? Wo sind okay. Die beiden hin? Nach oben können wir also nicht. Gehen wir Noah? Zurück zum Honigbaum. Bist du da? Geht wohl auch nicht. Okay. Ansonsten geht es hier nirgends hin. Okay, auf den Ast kann ich wohl selber auch nicht. Kyra, wo sind die beiden hin? Ganz ehrlich, was soll ich denn jetzt noch machen? Psch, kleiner Spotty, ich passe auf dich auf. Interessant, es gibt nur die Kiste, mit der wir was machen können. Aber da ist die Haube drin. Eine Spieluhr, wie schön! Wow. Doch was Neues. Natürlich ziehen wir dran, wir können ja sowieso nichts machen. Ach so. Ja, toll, da guckt man doch auch noch rein, wenn man das drauf macht, oder? Kann ich aber nicht.
Schau mal, nochmal rein. Aha, ganz unten haben sie die Pistole versteckt. Die sieht gar nicht aus wie eine echte. Ob die überhaupt schießen kann? Okay. Damit hätten wir bewiesen, dass diese Pistole schießen kann. Eine Leuchtrakete. Mal gucken, was wir damit jetzt alles anziehen zu uns. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Nehme ich zumindest mal an. Aber ich... Was ist passiert? Gar nichts. Fehlalarm. Sie ging ganz von selber los. Oh, Rini, ich habe so einen Schreck gekriegt. Das wollte ich nicht. Hast du Janus gefunden? Nein, aber den Krater, den er erwähnt hat. Seine Pfeife und sein Vogelsymbol auf einer Tür. Dann warst du auf dem richtigen Weg. Los, wir brechen sofort auf. Aber da war ein Sucher. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Ich weiß wie. Wir könnten eine Falle bauen. Ich habe eine bessere Idee. Wieso nicht? Das ließe sich bewerkstelligen. Hallo? Hört ihr mich gar nicht? Hört mal auf die Kleine. Immerhin hat sie schon mal einen Sucher getötet. Achso, ich muss ziehen. Okay. Sucher sehen mich nicht. Das weiß ich ganz genau. Die Sucher sind blind. Sie können gar nichts sehen. Ich meine doch, er nimmt mich nicht wahr. Weißt du nicht mehr, Sam? Natürlich nicht. Du bist ein kleines Mädchen. Genau. Und wir beschützen dich. Aber er hat mich auch nicht gehört. Wir machen ihn auf uns aufmerksam und locken ihn so in den Wald. Da haben wir was vorbereitet. Ein Loch im Boden, das wir abgedeckt haben. Abdecken brauchen wir es gar nicht. Vergiss nicht, dass sie blind sind. Wieso reden wir auf einmal so leise? Sie können es vielleicht riechen. Wie kann man ein Loch im Boden riechen? Ach... Das lasse ich besser. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss regieren. Ich muss regieren. Das heißt, okay, wir gehen jetzt einfach mal hoch auf den Berg und... Ich bin sicher, die Sucher bemerken mich gar nicht. Genauso wenig wie ihr beiden. Komm, Spot, wir befreien Janus. Irgendwie habe ich es gewusst, dass wir jetzt doch alleine noch mal losgehen. Wir haben doch gar keine Waffe mehr, oder? Oder hat sie ihren Speer mit dabei? Nee, ne? War ich so irgendwie in der Jackentasche oder sowas? Wow! Schon wieder direkt benommen. Das Schönste am Herbst ist das Laub. Okay, was könnten wir denn noch machen? Den Pilz kann bestimmt unser kleiner Freund da futtern. Ist er angebunden, wenn er doch aus Stein ist? Gute Frage. Berechtigte Frage. Schiebetür. Können wir die schieben? Sind wir bestimmt zu schwach. Geht bestimmt. Siehst du? Das ist die Erwachsenentür. Geh mal ein bisschen zur Seite. Meinst du, der könnte dir schmecken? Aber sicher. Hab ich mir gedacht. So, jetzt können wir natürlich da durch, ne? Manchmal ist es gut, klein zu sein. Der kleine Spot ist immer klein. Und der hat nur Vorteile bis jetzt. Die Größe macht nichts aus. Nicht immer. Wenn es oben an ein Regal greifen möchte, macht die Größe schon was aus. Das ist klar.
Die wird das bestimmt erst recht benommen. Oh, Spotty, armes Ding. Hm? Ist allergisch. Schnell an die Luft mit dir. Die Schlangen bewegen sich wieder. Die steht direkt am Eingang, wie ein Wachhund. Der klemmt mich das Wasser ab. Okay, soll ich also das Wasser abklemmen, oder was? Herrje, die wächst ja aus einem Kronleuchter. Noch so eine Pollenschleuder. Ich bin die Banjo-Königin. La 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 la. Ich werd mal Sängerin. Oh, das kenne ich. Ich glaube, die Trompete ist kaputt. Das ist ja ulkig. Das ist total verstimmt. Alissa. Wer ist Alissa? Okay, ich kann hier nichts machen. Ui, davon hat Noah gar nichts erzählt. Die armen Schlangen. Wir helfen euch, sobald alle Blumen zu sind. Dann muss Bot nämlich nicht mehr niesen. Okay, das heißt, wir müssen also die Blumen irgendwie kaputt machen. Oh je, das kriege ich kein bisschen auf. Ich weiß, wie ich hier rauskomme. Ja, ich auch. Natürlich durchs Loch. Okay. Ich weiß, wie ich hier rauskomme. Ja. Okay, da müssen wir mal schauen, dass wir das Wasser hier irgendwie platt machen. Wasser platt machen? Das Wasser irgendwie abstellen. Also die Ladezeiten dauern echt lang bei dem Spiel. Das ist ein großer Nachteil. Aber ansonsten ist das Spiel echt nett. Das Wasser. Gut gemacht, Spotty. So, damit hätten wir das Wasser schon mal abgeklemmt. Und wieder zurück. Und was macht ihr so? Eieiei. Also die Ladezeiten sind echt heftig. Heftig. So, die eine Blume schauen Spot, kaputt. Du kannst kommen. Die Blume am Eingang ist schon mal zu. Noch kann ich nichts machen. Warte am besten hier. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Geh da nicht zu nahe ran. Okay, was mache ich jetzt mit dieser Blume? Ach, guck an, die eine Schlange ist jetzt schon wieder fest. Mit dem Kronleuchter selber kann ich wohl nichts machen, aber vielleicht mit der Schiebetür. Das kriegst du bestimmt auf, wetten? Ha ha ha!
Okay, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass er sich platt macht, drunter schiebt und dann so gesehen hochpumpt, damit ich da drunter klettern kann. Wie geil. Komm, Spotty, da krabbeln wir durch. Na dann krabbel mal. Ich kann fliegen. So geht's. Hurra! Okay. So, ich will aber nochmal hoch. Wer weiß, ob ich nochmal hier hinten nach oben links gehen kann. Zumindest kann ich aus dem Fenster gucken. Wir brauchen Sonne. Eine Gardine muss hier. Oh. Die ist bestimmt auch irgendwo da oben. Okay, hier hinten, es wurde doch nichts mehr zu machen. Mach dich lang. Tut mir leid, Spotty. Wird nicht lang dauern. Ich find's lustig. Oh, Musik zu Ende. Das können wir Spotter eigentlich da mitnehmen. Oder auch nicht. Okay, Spot, ab wieder hoch mit dir. Tut mir leid, Spotty. Wird nicht lang dauern. Aber komische Schlangen. Die haben einen eigenartigen Kopf. Schade, ich will gerne jetzt schon da hinten hindrücken. Okay, man muss wirklich hier alles einzeln andrücken. Jetzt ist er aber leise. Wo sind denn die Schlangen hin? Komisch, jetzt sind da Sprossen, die direkt zur Tür aufführen. Danke, liebe Schlangen. Sportlich drauf, die Kleine. Wow, das zieht aber. Mach mal wieder zu. Okay, dann gehen wir hier durch die Tür. Spotty muss auf jeden Fall mit. Okay. Komm, Spotty, wir gehen. Gehen wir mal zum Krater mit dem Spot. Vielleicht finden wir mit der Kleinen ja ein bisschen mehr als mit dem Großen, mit Noah. Oh, die Nase juckt. Okay, alles wieder gut. Versteck dich, Spotty. Mal sehen, ob er mich wirklich nicht bemerkt.
Ärger nicht, das kriegt er dann wohl mit. Er ist zwar blind, aber hören kann er bestimmt trotzdem. Sch, ganz leise. Okay. Yay! Es klappt, Spotty! Versteck dich weiter hinten. Okay. Na gut. Was wir jetzt hier oben gerade damit der Kleine noch weitermachen, sehen wir im nächsten Teil. Ja, ich weiß, es passiert nicht sehr viel, aber es ist ein niedliches, schönes Spiel und deswegen wollte ich das auch spielen. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal trotzdem wieder dabei, falls ihr natürlich wissen wollt, wie es ausgeht, wie es weitergeht. Und ja, das sage ich einfach nur, wenn es euch gefallen hat, ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da geben und ein Abo da lassen, damit ihr nichts verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt Silence auf dem PC, auf Ultra und mit Funware Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss, viel Spaß noch.